Hallo, liebe Leute. Wir sind angetreten mit dem Wahlslogan "Uns gehört die Stadt". Das haben wir in diesem Jahr erreicht. Der absolute Knaller ist da wohl der Mietendeckel. Eine Unterstützung für 1,5 Millionen Berliner Haushalte. In Bremen, in München, in Frankfurt am Main, in Barcelona, in New York, alle gucken schon neidisch nach Berlin. Wann wird es bei Ihnen umgesetzt? Inzwischen haben wir natürlich noch mehr erreicht. Die Kita ist beitragsfrei. Das Schulessen ist inzwischen frei, aber ich denke, das gehört schon zur Normalität. Die Grundschullehrer haben mehr Geld. Die Investitionen in Krankenhäuser sind erhöht worden. Aber auch frauenpolitisch haben wir mehr erreicht, als den Frauentag zum Feiertag zu machen. In der Genitalverstümmelung gibt es eine Stelle mehr. In dem Projekt Papatia gegen Zwangsverheiratung wurde aufgestockt. Für eine Stelle mehr und mehr Beratung, mehr Unterstützung. Aber auch in der Big Hotline, Gewalt gegen Frauen, wo jede Frau sich hinwenden kann, gibt es mehr Geld und mehr Stellen. Ansonsten haben wir natürlich noch Wünsche für das nächste Jahr. Wir wollen auf jeden Fall die Paritätssätze im Auge behalten und natürlich die Digitalisierung, total wichtig. Ansonsten, liebe Leute, wünsche ich euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und wir sehen uns.